Willkommen zu einem weiteren tollen Video. Lasst doch gerne schnell noch ein Like da und wir sehen uns direkt nach dem Intro. Ihr habt entschieden. So fällt eure The Crew Motorfest Bewertung aus. Ich habe vor wenigen Tagen eine Umfrage gestartet. Ihr könnt natürlich immer noch an der Umfrage teilnehmen. Dafür einfach den ersten Link in der Videobeschreibung benutzen und schon könnt ihr bewerten. Das Ganze natürlich auch noch nach dem Video. So, als erstes möchte ich gerne mal auf eure Kommentare eingehen und da nehme ich als erstes den Kommentar von Teftugain. An dieser Stelle habe ich fälschlicherweise gesagt, dass der oberste Kommentar von Teftugain ist. Das stimmt nicht ganz. Der erste Kommentar ist von Michael Kuster 202 und den lese ich jetzt als erstes vor und dann geht es ganz normal weiter ab der Stelle, wo ich gesagt habe, der erste Kommentar wäre von Teftugain. Und zwar schreibt der Michael: Finde es ganz gut, um es zu lieben, fehlt es noch etwas an Veränderung. Was mich persönlich am meisten stört, ist, dass im Summit alle Spieler zusammengezählt werden. Da fand ich das in The Crew 2 besser, dass PlayStation, Xbox und PC-Spieler getrennt wurden. Im Grand Race finde ich es wiederum sehr gut, da man so immer genug Spieler findet. Das war bei The Crew 2 nicht der Fall, da hat man online ewig warten müssen. In dem Punkt habe ich ihm recht gegeben, habe geantwortet, ja, ich sehe das ganz ähnlich. In The Crew 2 war das halt so, wenn ihr genug Spieler hattet und Freunde, dann habt ihr immer eine Online-Lobby bekommen, weil ihr zusammengespielt habt, ganz klar. Oder man ist Streamer und dann sagt man im richtigen Moment im Chat, schreibt man jetzt oder go oder irgendwas, ein kleines Keyword, dass die Leute wissen, jetzt müssen sie halt rein spammen und haben ein großes Glück eigentlich, dass sie mit in die Lobby kommen. Das funktionierte ganz gut. Aber er hat schon recht, also Grand Race finde ich super, aber da gehe ich später im Video auf jeden Fall nochmal drauf ein. Ich wollte diesen Kommentar jetzt vorwegnehmen, damit alles eine richtige Reihenfolge hat. Und jetzt geht es weiter mit Teftugain seinen Kommentar und ganz normal im Video mit der Audio. Ich gehe von oben nach unten und zwar schreibt er: Ich finde The Crew Motorfest bis jetzt ganz okay, nur die vielen kleinen Probleme im Spiel machen es schwer, dass man sagen kann, dass es das Spiel des Jahres ist. Das würde ich auf jeden Fall genauso unterstützen und habe dort geantwortet mit dem Satz: Stimmt, aber an Fehlern kann man ja bekanntlich arbeiten. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Genauso habe ich das auch gemeint, denn Fehler passieren, die können behoben werden und bin mal gespannt. Wir haben ja natürlich auch noch so ein bisschen Spielraum, wenn man sich The Crew Motorfest mal anschaut und die Karte anguckt. Mal sehen, vielleicht haben wir da noch ein bisschen Update-Bedarf. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Der Evoin 9-mal schreibt: Finde das Game okay bis gut, mehr aber auch nicht. Es gibt viele gute Sachen, wie zum Beispiel die viel besseren Autosounds und Grafik, aber leider auch negative Sachen wie Bugs, Content und so weiter. Für 80 Euro definitiv nicht wert. Im Sale für ein Fuffi geht es aber klar. Nur jetzt müssen sie auch noch Content liefern, Bugfixes und vor allem auf der PlayStation 5 Performancefixes und das so schnell wie möglich und nicht erst nach einem halben Jahr oder so. Da stehe ich absolut voll und ganz hinter dir, hab dir für den Kommentar natürlich auch einen Daumen nach oben da gelassen. Mit den 80 Euro ist das so eine Sache, ist es das wert oder nicht? Mit der Performance stehe ich natürlich komplett hinter dir. Mit den 80 Euro ist das so eine Sache. Ubisoft hat sich ja entschieden, das Spiel nicht als Update für The Crew 2 rauszubringen, sondern als eigenständiges Spiel und hat es dann The Crew Motorfest genannt. Und ich finde schon, dadurch, dass sie mehr daran gearbeitet haben und ein eigenständiges Spiel draus gemacht haben, kann man schon sagen, dass das Geld auf jeden Fall für den ersten Start, wir reden jetzt vom ersten Start, also vom Release. Fürs Release ist das okay. Ich sag mal, für die Ultimate Edition über 100 Euro ist natürlich eine heftige Nummer. Ich kann mich an der Stelle aber nicht weit aus dem Fenster lehnen, denn ich habe das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen von Ubisoft. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Ubisoft, dass ihr mir das Spiel zur Verfügung stellt. Und dann kommen wir zum nächsten Kommentar und zwar der Let's Play Onkel. Grüße gehen natürlich auch an dich raus. Er schreibt: Ist okay, für mich haut der Grind etwas zu sehr rein. Aber jeder hat so seinen eigenen Geschmack, was das angeht. Stehe ich voll und ganz hinter und habe geantwortet: Ja, das stimmt, der Grind hat schon krass reingehauen. Damit ist natürlich gemeint, dass ihr in diesem Spiel wahnsinnig schwer
an die benötigten Gold-Perks kommt, also an die Goldteile. Wenn ihr einen Nitro-Mischer haben wollt und euch fehlt im Hypercar, was weiß ich, nur noch die Feder, dann müsst ihr teilweise 80 Mal Rennen fahren, also wirklich 80 Mal ein Rennen wiederholen oder andere Rennen fahren oder andere Möglichkeiten nachgehen, damit ihr das letzte Teil bekommt. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und da bitte ich an dieser Stelle aber auch mal Ubisoft, das Ganze nochmal zu überdenken und eventuell den Grind so ein bisschen entgegenzuwirken, indem es ein klein bisschen mehr Loot gibt. Es muss nicht übertrieben viel sein, aber ein klein bisschen mehr Loot. Denn das Problem ist immer noch, ich fahre 100 Mal ein Rennen oder 100 verschiedene Rennen, bekomme für die 100 Rennen natürlich meine Teile. Dann habe ich 126 Teile voll und der Rest geht in den Briefkasten. Problem ist jetzt aber an der Stelle, dass ich nach 100 Mal fahren nicht 100 goldene Teile bekommen habe oder 140, 150 goldene Teile, sondern davon sind vielleicht 30 goldene Teile, wenn es hochkommt, und der Rest ist blau, lila oder sogar noch hellgrün. Und damit können wir einfach nichts anfangen, wenn wir auf Endcontent spielen. Wir brauchen diese Teile. Ich für meinen Fall habe jetzt alles voll. Ich habe bis auf Plane und Boot habe ich alles voll. Ich habe den Nitro-Mischer, ich habe Punktebrecher und allen drum und dran. Aber das war ein Gegrinde. Das wird schon langsam echt nicht mehr schön. Da habt ihr in The Crew 2 natürlich auch nachgelegt. Das war am Anfang auch schwer. Nicht ganz so schwer, aber schon schwer. Da hat man auch teilweise tagelang gefarmt. Aber das wäre natürlich eine kleine Anregung für mich, wo ich sagen würde, ich persönlich auch, bitte, bitte, bitte arbeitet daran und bringt ein bisschen mehr Loot ins Spiel und belohnt die Spieler, die weit oben sind, die wirklich gelevelt haben, legit natürlich, und die wirklich jetzt ihre Punkte gut verteilen können. Deswegen, es kann nicht sein, dass man 70% schlechte Teile bekommt und nur 30% gute. Das muss anders sein. Wenn wir wirklich im Endcontent spielen, dann muss das so sein, dass wir 70% gute Teile bekommen und der Rest ist Müll. Aber gut, gehen wir zum nächsten Kommentar. Und der Jens Schaffer 2275 schreibt, der ersten Euphorie folgt der immer eintönige Trott. Map ist zu klein, müsste schon jetzt eine Erweiterung her zu den umliegenden Inseln, finde ich, schreibt er. Gut, da kommen wir zu einer Sache. Da habe ich auch geantwortet, die Map finde ich für den Anfang okay. Klar, kann man immer noch erweitern, da gebe ich dir recht. Aber erweitern kann man, aber ich finde, jetzt sollte erstmal dieser Content vorhanden sein, der da ist. Vielleicht könnten sie das PvP ein bisschen weiter ausbauen, wie zum Beispiel in The Crew 2, dass man sagen kann, ich will nicht immer nur mit 28 Spielern im Grand Race spielen oder das Demolition. Ich möchte gerne auch andere Dinge erleben, wie zum Beispiel einfach mit ein paar Leuten, 8 Leuten oder weiß auch einmal oder wie auch immer, einfach mal spielen, einfach Strecken fahren, ganz normale Strecken. 2 Minuten Rennen, 3 Minuten Rennen, 5 Minuten Rennen, 8 Minuten Rennen, ganz egal, aber nicht immer nur Grand Race. Da bin ich auf jeden Fall der Meinung, da könnte man noch ein bisschen erweitern. Da gibt es auf jeden Fall Erweiterungsbedarf. Also Ubisoft, solltet ihr das sehen, nehmt euch das bitte zu Herzen. Ist auch ein Wunsch von mir. So, und der Adrian 3440 schreibt, ich kann es nicht begründen, weil ich sonst 3 Seiten Kritik schreiben müsste. Das ist natürlich heftig. Also, das ist viel. Da habe ich auch nur mit so 3 schwitzenden Emotes geantwortet. So diese lachenden. Also, ihr seht es ja gerade. Kann ich jetzt nicht ganz so krass bestätigen. Was ich aber sagen muss, dass das Spiel auf der Xbox Series X, wie ich sie hier habe, besser läuft als auf meiner PlayStation 5. Auf der PlayStation 5 gibt es Ruckler, gibt es Gamecrashs. Gut, es gibt andere Spieler, die haben einen Gamecrash nach dem anderen. Das habe ich jetzt zum Glück nicht. Aber ich hatte auch schon 1-2 Gamecrashs. Und ich muss sagen, was mich am meisten nervt, sind teilweise die Ladezeiten und das heftige Ruckeln im Spiel. Wie kann man denn ein Spiel so heftig ruckeln lassen? Also, das ist, ich verstehe es nicht. Die Performance ist echt heftig. Ich meine, man kann ja auf Performance oder Grafik stellen und das läuft auf Performance und trotzdem ruckelt's. Das ist schon hart. Ich muss immer wieder im Livestream sagen, wenn ich auf Twitch live bin, dass ich nicht auf dem PC spiele, sondern auf der PlayStation 5 und halte dann auch meinen Controller in die Kamera und zeige das Menü, dass ich wirklich auf der PlayStation 5 spiele, dass sie sehen, guck mal, es ruckelt auf der PS5, nicht auf dem PC. Und ja, manchmal wünschte ich mir, ich hätte genügend Leute für die Xbox, dass ich sagen würde, komm, ich stream einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, keine Ahnung, auf der Xbox, weil das Spiel auf der Xbox Series X einfach wesentlich flüssiger läuft. Viel weniger Ruckler. Auf der Xbox habe ich noch keinen einzigen Gamecrash jetzt gehabt.
an sich, es läuft einfach stabil auf der Konsole. Ich will jetzt nicht sagen, dass die PlayStation schlecht und die Xbox gut ist. Boah, bitte nicht falsch verstehen, ne? Ich liebe beide Konsolen, also zu gleichermaßen. Nur läuft es auf der X halt gerade etwas flüssiger. So, jetzt kommen wir natürlich zu eurer Umfragebewertung. Da habe ich vor wenigen Tagen gefragt. The Crew Motorfest, euer Fazit nach 2 Monaten. Gerne abstimmen und diskutieren. So, ein paar Kommentare habt ihr mir dagelassen und insgesamt habe ich 115 Stimmen bekommen in dieser Umfrage und da haben wir 6% gefällt mir gar nicht. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, ob da jemand einfach nur jetzt drücken wollte oder ob es wirklich die Meinung ist. Ohne Kommentar leider. Ich hätte gerne gewusst, warum derjenige, der angeklickt hat, gefällt mir gar nicht. Warum er gefällt mir gar nicht angewählt hat. Naja, also, falls du das siehst, schreib es gerne in die Kommentare oder natürlich auch in der Umfrage, erster Link in der Videobeschreibung. Aber wir gehen weiter mit 20%, habe mir mehr davon versprochen. Das Thema hatten wir gerade, da sind wir durchgegangen. Ich persönlich würde sagen, das Spiel ist ganz gut, aber um es zu lieben, wie Teftogang geschrieben hat, fehlt noch ein bisschen. Also, habe mir mehr davon versprochen, 20%. Kann man so stehen lassen? Ich kann das verstehen. An der einen oder anderen Stelle würde ich sagen, habe ich mir auch mehr davon versprochen. Ganz ehrlich. Also wegen diesen ganzen Fehlern und Rucklern auf der PlayStation und so weiter. Also für mich privat ist es teilweise echt so, ich spiele manchmal wirklich, wirklich dann lieber auf der Xbox. Und ja, kommen wir weiter zum nächsten Punkt. Ist ganz okay, ... und so ein Emote. Haben wir 32%, kann ich absolut und voll und ganz nachvollziehen. Würde ich selber jetzt wahrscheinlich auch anklicken, ist ganz okay, weil die Fehler nun mal vorhanden sind. Sie sind nicht von der Hand zu weisen, sie sind einfach da, die Fehler. Sie sind leider einfach da. Dementsprechend kann man das so stehen lassen. 32% bei 115 Stimmen sind 32% gut. Aber jetzt kommen wir zum ersten Platz. Und zwar habe ich das genannt, ich liebe es mit Ausrufezeichen und mit starken Armen dahinter. Und da haben wir 42% und das sagt mir, dass die Mehrheit das Spiel richtig gut findet und toll findet. Und eventuell auch über diese Fehler hinwegsehen kann. Ich muss sagen, bei mir ist es so ein Mix. Ich finde es ganz okay, wegen den Fehlern. Ich finde es aber total cool, das Spiel. Hab da so ein, ja, ich würde jetzt, mir würde es schwerfallen, jetzt zu bewerten. Ich würde ganz okay klicken, hätte aber den Hintergedanken, ich liebe es, würde auch funktionieren, aber dafür sind noch zu viele Fehler da. Und es fehlen die ein oder anderen Sachen. Da muss ich sagen, The Crew 2 war auf jeden Fall strukturierter, hatte hier und da das schönere Menü. Und ich würde mir ein bisschen von The Crew 2 wünschen, wie schon gesagt, zum Beispiel PvP. Da geht man in eine Lobby, dann wird gewählt, alles klar, zwischen 5 Rennen. Das Rennen, okay, die Mehrheit entscheidet sich für das Rennen, dann wird das auch gefahren. Die Autos sind dann irgendwo egal, weil alle auf eine Stufe gesetzt werden, wie auch in Grand Race natürlich, ist klar. Aber das ist so mein Ansatz, den ich hätte. Verbessertes PvP, verbesserte Performance und Ubisoft, bitte bringt den 8-Spieler-Modus rein. Von mir aus auch 6-Spieler-Modus. Egal, aber erweitert diesen 4-Spieler-Modus. Die Zuschauer und die Spieler, die haben sich so gefreut auf neueste Crew und haben gesagt, hoffentlich 6 Spieler, 8 Spieler, 12 Spieler. Wobei ich sagen würde, 12 Spieler ist heftig. Erweitert das doch auf 6 Spieler. Bitte, bitte, wirklich. Erweitert das auf 6 Spieler. Und eine Sache noch. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar habe ich den großen Wunsch, bitte sorgt dafür wieder, das habe ich auch immer wieder in den The Crew 2 Videos gesagt, bitte sorgt dafür, dass man wieder mit einem Klick die Sets komplett von einem auf das nächste Auto kopieren kann. Also wirklich, bitte, 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 macht das. Aber wie gesagt, an dieser Stelle war es das auch mit meiner Bewertung und mit eurer Bewertung. Ihr könnt natürlich weiterhin abstimmen und falls ihr das seht, Ubisoft, bitte macht das mit den Perks, mit den Teilen, dass man die rüber kopieren kann. Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Spiel und ich denke, ich habe meine Punkte klar gemacht. Ihr habt eure Punkte auf jeden Fall auch klar gemacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich bin raus, sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao. It's all about humanity.